Hallöle, ich bin's wieder, der Bene von Chiller Games. Es geht weiter mit Pokémon Crystal. Und ja, im letzten Part haben wir uns ein neues Teammitglied geholt, das so aussieht. Und noch 90 EP braucht, dann ist Level 22. Und wir haben alle sämtlichen Trainer, ja, Arena-Komplizen von dem Typen gemacht, dessen Name mir entfallen ist. Und ich laufe noch mal ein bisschen hier falsch, ne, damit auch die Spannung ein bisschen erhalten bleibt. Wie hieß er? Nee, Jack? Nein, ich glaube, er hieß nicht Jack. Er hieß Gut. Okay, hallo Gut. Gut, dass du gekommen bist. Hier in Teak City werden Pokémon verehrt. Man sagt, dass legendäre Pokémon nur wahrlich starken Trainern erscheinen werden. Ja, ich glaube an diese Legende. Daher habe ich mein ganzes Leben lang im Geheimen trainiert. Als Resultat kann ich nun Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Noch ein wenig? Mit ein wenig mehr könnte ich eine Zukunft sehen, in der ich das legendäre regenbogenfarbene Pokémon treffe. Ah, du könntest mir dabei helfen. Wie denn? Sag schon, wie? Sag schon, bitte. Hey, Jens, sag doch mal. Jens, bitte, wie denn? Ja, mit Jack lag. Hab ich Jack gesagt? Ich weiß nicht. Mit Jack lag ich ja richtig, mit JJ, ne? Hm. Ja, genau. Ja. Nebulak Level 21. Das machen wir kaputt. Aber mit dem Metroid. The Metroid. Eigentlich ja The Metroid LP, aber. Aber. Ne? Er setzt Fluch ein, das ist ungesund für dich, Junge, denn damit machst du dich irgendwie selbst kaputt, ne? Wir machen Steinwurf und damit wachst das für seine Wenigkeit hier. Und Lucky erreicht Level 22 und Metroid erreicht Level 23. Das ist geil. Sehr gut. So, jetzt kommt Alpollo. Das heißt, wir wechseln wieder zu Leckchen. Lucky, nicht Leckchen. Alter, wie schwul hört sich das denn an? Wer bist du? Ich bin Leckchen. Ist ja eklig. Los, Lucky. Lucky Balboa. So, jetzt kommt hier Metroid rein. Los, Metroid! Marie kaputt! Los! Warum verfluchen die sich? Also warum verfluchen die uns alle? Dann kommen wir mit dem Steinwurf und machen die kaputt. Ey. Das ist zu einfach. Oh, too easy. Jetzt kommt sein Imba-Pokémon, sage ich mal, nämlich Gengar. Boah, guck mal, wie das gerade geguckt hat, voll böse. Level 25. Das ist ein ordentliches Level, würde ich mal sagen. Unser bestes Level 23. Oh, das was wird. Jetzt sind trotzdem dieser Metroid ein. Oh, der setzt Hypnose ein. Mal gucken, ob wir irgendwas haben, um ihn wieder aufzuwecken. Wie zum Beispiel einen Aufwecker. Und ja, den haben wir, sonst hätte ich es nicht also sonst hätte ich es nicht so gesagt, so euphorisch, so. Aufwecker! Haha! Ja, da wollte ein Traumfresser starten, ne? Weil Traumfresser kann man nur einsetzen, wenn man schläft. Ist ja klar, wenn man schläft, dann so ein Traum fressen. Lecker Traum. Ein bisschen Pfeffer, nachpfeffern und so, ne? Ah, Salz fehlt auch. Was ein ekliger Traum. Guck mal gerade noch, was Hakabumha alles so kann. Kann der irgendeine Attacke? Trifft Sternschauer? Es ist ein normaler Z nee, ich glaube nicht. Wir setzen Fabian ein. Bruderherz, gewinne für mich. Haha, schon wieder Traumfresser. Wenn er jetzt wieder Hypnose. Zum Glück geht's daneben, ey. Mann, Hypnose eine Genauigkeit von 70? Ich weiß es gerade nicht, ich glaube 70. Und schon wieder geht's daneben. Ob wir noch länger so Glück haben und Hypnose daneben geht. Ich wette, jetzt trifft's. Jetzt, wo wir einen vernichtenden Schlag machen können, trifft's. Oh. Mann! Jetzt habe ich auf meinen Tisch gehauen. Das ist doch blöd, ist das. Jetzt kommt er wieder natürlich glücklicherweise wieder mit Traumfresser, ne?
aber nicht mit uns. Denn wir setzen einfach Crown ein. Ja, dann macht ein Traumfresser. Ja. Bumsen, kann ich sage ich da nur. Nur Bumsen, sage ich da. Aber ich hoffe, Crown ist schneller. Das gibt es doch nicht. Wie kann es sein, dass Gengar so gut ist? Nevosh, kannst du eine Attacke, die da in Abhilfe schaffen kann? Natürlich nicht. Ja, okay. Wir bleiben drin. Und versuchen mal. Ja, es wird jetzt wahrscheinlich super viel abziehen. Oh, was zum Teufel? Alter! Was geht da ab? Hohoho. Wenn wir das jetzt hier nicht schaffen. Ja. Lebensschelle? Ey. Fick dich, Gengar. Ganz ehrlich. Sorry, dass ich hier so ein bisschen, ne? Und so werde, ne? Aber das kotzt einen schon an, wenn so ein Pokémon eine Attacke macht, die nur zu 70% trifft, aber irgendwie fast so, als wäre es 100%. So, was stellt schon? Ach, scheiße, ja. Sandwirbel, aber. Dankeschön, bei Hakaboom H trifft's nicht. Aber Hakaboom H kann halt schlecht angreifen, ne? Was mache ich, Beutel, haben wir nicht irgendwie einen Bäre oder sowas? Hyperheiler. 6 Hyperheiler, perfekt. Ah. So, Metroid, auf geht's. Hypnose, okay, wir schlafen auch. Hakaboom H schläft. Das heißt, wir machen ja Pokémon wechseln und schicken Metroid rein und hoffen, dass er nicht trifft mit seiner Hypnose. Er macht das Traumfresser, genau. So. So, wir machen jetzt Steinwurf. Ja, er trifft nicht. Und wir treffen. Ja, wir treffen. Und komm, komm, komm. Zieh was ab. Zieh irgendwas Geiles ab. Ja, 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 ist okay, ist okay. Jetzt geht Hypnose, geht bitte nochmal daneben. Ja, sehr gut. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Und nochmal Steinwurf. Ja, ja, das ist gut, das ist gut. Jawoll. Und jetzt machen wir irgendwas. Was machen wir? Mimikry. Nee, nee, wir müssen Steinwurf machen. Yeah, wir haben Gengar geowned. Aber richtig. Ganz ehrlich, was ist das für eine... Sorry, dass ich das sagen muss, aber Pussy-Taktik. Die ganze Zeit Hypnose einzusetzen um zu versuchen, dass der andere einschläft und dann mit Traumfresser ihm da die Träume zu entreißen. Die schönen Träume vom Ponyland und wo die Teletubbies Koks schniefen und was weiß ich alles, ja. Und dann einfach, ne, sich selbst was dazugeben und den Gegner besiegen. Wer musste denn jetzt draufgehen? Wer war denn das? Fabian, oder? Fabian musste draufgehen. Oder? War das Fabian? Fabian? Nein, Crowned. Sorry. Steinwurf, auf geht's. Mach dieses Alpollo kaputt. Okay, ist okay. Er kann nämlich, glaube ich, keine Hypnose. Es konnte nur Gengar. Okay, ja, oh, es zieht schon einiges ab, ja, ja, aber jetzt, wenn es kein Volltreffer kommt, das war kein Volltreffer, hat aber ganz schön viel abgesogen, ja, ja, jawohl, so, Alpollo ist kaputt, und endlich mal ein Arena-Leiter, den wir ganz einfach schaffen. Ich bin noch nicht gut genug, dieser Orden soll dir gehören. Dankeschön, tschüss, achso, noch reden, ja. Phantom Orden. Durch den Phantom Orden gehorchen dir Pokémon bis Level 50. Außerdem können Pokémon die Surfer beherrschen. Diesen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Bitte nimm auch dies an. Dum, 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 dum. TM30. Was war TM30 noch gleich? Das ist Spukball. Er verursacht Schaden und verringert die Spezialverteidigung. Setze ihn ein, wenn er dir gefällt. Ja, Spukball ist eine richtig gute Attacke. Und wird uns sehr weiterhelfen, wenn wir bei der Pokémon-Liga sind.
Da wird er uns auf jeden Fall weiterhelfen. Auf jeden. So, jetzt haben wir hier Lucky vorne. Metroid, können wir ein bisschen nach hinten verfrachten? Weil wegen KP und so, ne? Ist klar. So, genau. Okay, dann haben wir das. Ja, Lucky. Lucky muss noch ein Level hochkommen, dann ist er auch im, ja, so gut wie die anderen. Wir gehen jetzt in dieses Haus. Hi. Die Kimono-Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Junge, wenn du alle Kimono-Girls besiegst, gebe ich dir ein Geschenk. Das ist sehr nett von dir, danke. Dieser Mann hat immer sein Rizeros dabei. Er sagt, dass er ein Pokémon haben will, das surfen und tanzen kann. Versucht er etwa ein Monosynchron-Schwimm-Pokémon zu besitzen? Ja, mit Rizeros wird es ein bisschen schwer, ne? Rizeros, go-go! Go-go-go! Go-go-go! Die Kimono-Girls sind so hübsch, aber sie müssen hart trainieren. Und sie müssen so viele Dinge lernen, bevor sie öffentlich auftreten. Aber wenn du etwas liebst, ist alles möglich. Ich liebe Pokémon! Du hast hübsche Pokémon. Und hübsche Augen. Darf ich sehen, wie sie kämpfen? Mach deine Augen auf, dann siehst du's. Mag ich voll dieses Geräusch. Guck mal, die streckt da ihren Hintern raus. Ist ja nicht mehr schön, Edith. Setz mal dein Flamara. Flamara ein. Oh, Level 17, zum Glück, zum Glück. Wir setzen Sandwirbel ein. Um die Genauigkeit wieder zu senken, wie auch bei den anderen Pokémon davor. Er setzt Tackle ein. Das zieht nicht sehr viel ab. Wir setzen auch Tackle ein. Bumm, und guck mal, wie viel es abzieht. Ja, mehr als bei Flamara. Deswegen werden wir, glaube ich, mit dieser Taktik auch weitermachen. Ja, sehr gut. So, mal Tackle. Ah, wir sind auch im orangenen Bereich. Oh, Volltreffer. Ja, war es Volltreffer oder war es einfach nur gut? Es war einfach nur gut. So, Lucky erreicht 23. Jawohl. Lucky versucht, Rockzukip zu erlernen. Das ist geil. Das ist richtig geil. Ja. Welche? Ich weiß es nicht. Vielleicht Heuler. Weil Heuler ist von den dreien eigentlich mit die Attacke, die ich eigentlich nie benutze. Guten Schlag benutze ich manchmal, um die Verteidigung vom Gegner zu senken. Das ist eigentlich ganz cool. Sonst, naja. Oh, du bist sehr stark. Ja, dankeschön. Oh, Mama ruft an. Hi Bene, wie geht es dir? Ich habe beim Einkaufen ein nützliches Item gefunden. Und ich habe dieses dekorative Item von deinem Geld gekauft. Es ist in deinem PC. Es wird dir gefallen. Klick. Tschüss, Mama. Ich finde es übrigens sehr unhöflich, dass die Leute hier einen anrufen, ja. Aber wir irgendwie nie was sagen dürfen. Das ist voll deprimierend. Ja, hallo, ey, wie geht's? Alles klar, mir geht's gut, ey, voll, ey, Party hier, ne? Komm mal dahin und so, ne? Ciao. Ich bin krank. Hey, er hat schon aufgelegt. Ich tanze immer mit meinen Pokémon. Natürlich trainiere ich auch. Trainiere ich sie auch. Auf, zeig mir, wie gut du sie trainiert hast. Liebe Kaiko. Psycho. Und auf was gehst du ab? Nee, diese Werbung. Psycho. Ach, keine Ahnung. Oh, Psyana. Psyana ist ein Psycho-Pokémon. Wir setzen Sandwirbel ein. Miau. Genauigkeit senken. Tackle trifft leider, aber... Oh, das war ein Voll... Das war ein Volltreffer! Ach du Scheiße. Kratzfurie. Ja. Okay, dreimal getroffen. Sehr gut. Und, ja, Routenschlag setzt es ein, aber... Wir setzen Sternschauer ein! Ich wollte Sternschauer einsetzen, nicht... Dings. Guck, jetzt bekommen wir nochmal unnötig Schaden. Und nicht gerade wenig. Oh, Sternschauer. Macht es das überhaupt kaputt? Ja, guck, wir hätten immer noch, was, 54 Leben, glaube ich. Hakabuma erreicht Level 24, cool. Okay. K
Keiko oder Keiko wurde besiegt. Oh, beinahe. Fast hätte ich dich gehabt. Naja, ich hab 6 Pokémon, aber... Pff, verrat's niemandem. Psst. So. Hakamura kommt nach unten. Denn, ja. Hakamura ist gut. So, jetzt haben wir ganz vorne Lucky, unser Evoli. Und kämpfen mal hier weiter. Ist meine Haarspange nicht hübsch? Oh, ein Pokémon-Kampf? Deine Haarspange ist rot, wie ich sehe. Und ja, ich stehe eher auf blau, aber Herrgott, rot ist auch cool. Liebe Linda. Sie schickt ein Nachtara in den Kampf. Das Psyana und Nachtara sind die neuen Evoli-Evolutionen in der zweiten Generation. Psyana war Psycho, wie Psy schon sagt. Nachtara ist Unlicht. Nachts, Unlicht, ne? Hat auch was, Gleiches, ne? Irgendwie. Ja, Nachtara ist Unlicht, genau. Hutenschlag, okay. Ruckzuckieb, mal gucken, wie das so ab... Was das so abzieht. Passt. Und einmal Tackle, mal gucken, zum Vergleich, was mehr abzieht. Oh, Ruckzuckieb. Ich glaube, Ruckzuckieb ist sogar auch stärker. Wir machen Rutenschlag, weil Nachtara hat bis jetzt noch nicht angegriffen, deswegen. Aber wenn es einmal angreift, dann bekommen wir ganz schön den Hintern versohlt, glaube ich, weil der hat ja schon, ich glaube, zweimal Rutenschlag eingesetzt. Oder irre ich nicht? Verfolgung, eine Unlichtattacke. Zieht nicht viel ab, sehr gut. Wir setzen Ruckzuckieb ein, sind dadurch schneller, weil Ruckzuckieb ist eine Erstschlagattacke und tschüss. Ganz einfach. Wow, und die 700, die bringen ganz schön viel. Ich habe keine Pokémon mehr übrig. Ja, ich habe noch ein paar. Alle. Wenn wir es genau nehmen. Ja, aber wir kämpfen weiter mit Lucky an erster Stelle. Hi! Oh, du scheinst nett zu sein. Willst du kämpfen? Ja, aber natürlich will ich kämpfen. Deswegen habe ich dich auch angesprochen, meine gute Dame. So, was hast du, Wilma? Du hast ein Aquana. Das heißt, die Dame ganz rechts hat das Pokémon, was Lucky werden soll. Schreibt in die Kommentare, was das Pokémon ist. Ihr werdet sowieso gleich sehen. Deswegen vergesst es und schreibt es nicht in die Kommentare. Danke. Aber schreibt trotzdem Kommentare. Das freut mich, Feedback zu hören. Weil wenn ich einfach nur Folgen aufnehme und kommt nichts von euch, dann denke ich mir einfach, ihr klickt auf das Video und klickt dann gleich wieder weg. Ja? Ich sehe zwar, dass das Video ein paar Klicks hat, aber ja, keine Kommentare und kein Daumen hoch und kein Favorisieren und kein Teilen und kein Like auf Facebook, ach egal. Und deswegen, ja, ne? Ist das so. So, der Ruckzuckieb davor ging daneben. Dieser trifft aber und das war dein Ende, Aquana. So, Wilma, tut mir leid, wir waren besser. Du bist stärker, als du aussiehst. Ja, wir sind ja auch ein Junge mit... Was mit? Wir sind ein Junge, der 13? Sind wir 13? Ich weiß gar nicht, wie alt wir sind. 12, 13, 14, so. Um den Dreh rum. Hi! Gefällt dir mein Tanz? Ich kenne mich auch gut mit Pokémon aus. Na dann zeig mal, welches Pokémon du hast. Blitzer! Was? Ich hab nichts gesagt, Lore. Was hast denn du? Ein Blitzer! Cool. So, Blitzer, Level 17. Wie die anderen Pokémon auch. Bei dir mach ich kurz einen Prozess. Ruckzuckieb! Ui. Ui. Warum zieht es so viel ab? Hat Blitzer etwa eine schlechte Verteidigung? Das wäre natürlich blöd. Und Sandwirbel geht zweimal daneben. Und nochmal Ruckzuckieb. Und das war's mit Blitzer. Das war unser neuer Team. Was? Lucky erreicht Level 24. Sehr schön. Lore wurde besiegt. Oh, du kennst dich auch gut mit Pokémon aus. Ich kenne mich nicht mit ihnen aus. Ich liebe sie einfach. Ich liebe Pokémon. So,
Lucky, geh nach unten und zeig uns, was du kannst. La 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 ma la ma la ma ma. So. Wir gehen nach unten und sprechen mit diesem Herrn. Die Kimono Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber. So etwas sieht man nicht oft. Ach, das war schon mal der Text. Ups. Ich möchte dir etwas geben. Nur zu, nimm es ruhig. VM03! VM03, was ist denn das? Das ist Surfer! Damit können Pokémon jedes Gewässer überqueren. Wem soll ich Surfer beibringen? Erst einmal was anderes. Wir machen nämlich das hier. Schaufler, wo ich es gerade sehe. Setze geben wir Nebusch. Warum kann der? Ach, der kann Schaufler ganz schnell. Okay, er hat sich das erübrigt. Dann halt nicht. So, Surfer aktivieren. Und wer soll anders surfen als Fabian? Ja, du versuchst Surfer zu erlernen, das ist schön von dir. Was für dich? Ja, ja, Surfer. Ja. Ja. Kratzer, Silberblick, Biss oder Aquaknarre. Wir machen Aquaknarre weg. Fabian hat Aquaknarre vergessen. Und Fabian erlernt Surfer. Dann hat er jetzt auch mal eine coole, starke Wasserattacke. Und wir gehen ins Pokémon Center. Heilen eine Runde. Und wisst ihr was? Das dritte Mal, dass wir hier stehen und den Part beenden. Ist doch richtig geil, oder? Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Kristall. Ciao.